Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2. Ich habe etwas offscreen gelevelt, und zwar sind wir jetzt Level 50, wie es empfohlen wird. Und ich habe alle Formen auf ihre bislang maximale Stufe erhöht. Die maximale Level, was man erreichen kann, ist Level 7. Dafür brauchen wir allerdings noch die letzte Form, die wir noch nicht haben. Deswegen habe ich hier die Heldenform auf Level 6 gelevelt. Wie gesagt, steht hier auch, wenn man das nicht weiß, wie man die levelt, wenn man hier auf XP geht. Für jeden Gegner, für jede einem Gegner zugefügte Attacke in der Heldenform erhältst du einen Erfahrungspunkt. Bei der weisen Form, für jeden besiegten Herzlosen hätten wir einen Erfahrungspunkt. Bei der Limitform, für jeden Kombo-Abschlussangriff in der Limitform erhältst du einen Erfahrungspunkt. Aber keinen normalen Kombo-Abschlussangriff, sondern wenn man sich in die Limitform verwandelt, hat man unter zweiten Punkt statt Magie Limit-Moves. Und wenn ihr diese Limit-Moves auswählt, müsst ihr nicht nur den Limit-Move machen, sondern ihn wirklich bis zum Ende machen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel die erste Attacke macht, dann müsst ihr ganz auf Dreieck drücken, bis dann ein Abschlussangriff kommt und dann kriegt ihr dafür einen Erfahrungspunkt. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Und die Meisterform, die bekommt für jede eingesammelte Drive-Kugel einen Erfahrungspunkt, also für jede kleine eingesammelte Drive-Kugel einen Erfahrungspunkt, für jede große Drive-Kugel drei Erfahrungspunkte. Habe ich übrigens allesamt hier gelevelt. Vorteil hier ist nämlich, wenn man hier die kämpft und dann quasi da hinten, ich will jetzt extra hinlaufen, dass es da hinten wieder zurück zum Speicherpunkt geht, in die Gasse, bevor man gegen den Herrn der schwarzen Kutte dann gekämpft hat, dann verlassen ja Donald und Goofy bei dem Speicherpunkt automatisch deine Gruppe und du verwandelst dich ja automatisch zurück. Das heißt, du musst die Welt gar nicht erst verlassen, sondern du verwandelst dich automatisch zurück und hast die volle Drive-Leiste wieder, wenn du noch in der Form bist. Das heißt, hier war der perfekte Punkt zum Leveln, wie ich fand. Dann habe ich ja diesen Drive-Converter ausgerüstet für die Meisterform. Dann haben die Herzlosen halt statt Talern Erfahrungs-Drive-Kugeln fallen lassen und dadurch konnte ich hier wirklich alle Formen leveln. Wirklich jede einzelne Form konnte ich hier auf ihr Maximum bringen. Relativ einfach. Dieser Trick am Felsen, also auf dem Felsen im geweihten Land, den gibt es übrigens in der Final Mix-Version nicht mehr. Die Entwickler haben also festgestellt, dass es da zu einfach war zu leveln, deswegen haben die das da rausgepatcht und deswegen gibt es hier nur einen einzigen Herzlosen statt dieser riesigen herzlosen Armee, die es damals in Kingdom Hearts 2 gab. Das heißt, in Final Mix ist diese Level-Methode nicht mehr möglich. Das heißt, die einzigen Methoden, wo man wirklich gut leveln kann, sind in Kingdom Hearts 2, in Twilight Town das Herrenhaus, weil da die, niemanden relativ viele Erfahrungspunkte bringen. Und das Schloss, in dem wir demnächst kommen werden, auch da kann man relativ gut leveln. Das heißt, es gibt keinen wirklichen super mega geilen Level-Spot mehr. So, wir sind jetzt wie gesagt Level 50, haben alle Formen aufs Maximum gebracht. Mehr konnte ich echt nicht machen. Dadurch haben wir sogar so viele Abilities bekommen durch die ganzen Level von den Formen, dass ich tatsächlich alle Abilitamine aufbrauchen konnte, um Sora jetzt auch wirklich mit ganz vielen neuen Moves zu verstärken. Und die Szene kennen wir schon, das heißt, die können wir überspringen. Ich werde jetzt also so lange versuchen, bis wir diesen blöden Herrn in der schwarzen Kutte hier besiegt haben, weil mehr kann ich wirklich nicht machen. Wir sind das empfohlene Level, wir haben alle Formen aufs Maximum, was jetzt bislang geht. Ich muss jetzt einfach gegen ihn gewinnen, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wir machen auch eine ganze Menge mehr Damage, wie man sieht, als zuvor. Wir haben ein paar Angriffs-Ups bekommen. Ich habe auch noch mal einen neuen... Oh Gott. Die Ausweichrolle haben wir jetzt auch bekommen durch die Limitform. Ja, so viel zu. Ich kann eigentlich nur gewinnen. Alter! Was ist denn das für ein overpowerter Dreckskampf? Ich bin im empfohlenen Level. Also ich, damit soll man diese Welt eigentlich abschließen können. Wir sind noch nicht mal in der ersten Viertel dieser Welt. Das heißt, man soll eigentlich am Ende dieser Welt auf Level 50 sein. Wir sind schon am Anfang dieser Welt auf Level 50, das heißt schon ein bisschen overlevelt und haben alle Formen auf ihr absolutes Maximum, was bis zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist, gelevelt und trotzdem haben wir keine Chance gegen den Vollidioten, das kann doch echt nicht wahr sein. Okay, neunter Versuch. Jetzt ein Herzlosen, hier gebe ich mich nicht nochmal ab. Oh Mann, also wie gesagt, es gab eine ganze Menge Level-Ups, dann halt ein bisschen Angriffsplus, ein bisschen... Verteidigungsplus, dann habe ich noch einen Kraftbolzen und so einen Kram hergestellt beim Mogri. Also nochmal einen Kraftbolzen, einen Schutzengel und so einen Kram. Und ich habe nochmal einen Anhänger ausgerüstet, der uns nochmal plus einen Angriff gibt. Oh, das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist ein sehr guter Anfang. Wir sind schon fast tot, haben schon unsere Heilung aufgebraucht. Wir haben ihm keinen Schaden gemacht. Alter, was ist denn hier los? Sorry, Leute, aber wer hat sich denn diesen Kampf ausgedacht? Wir sind durch jeden einzelnen Kampf in diesem Spiel easy durchgekommen. Und dann kommt hier ein einziger Bossgegner, der im normalen Spiel noch nicht mal vorhanden war, sondern jetzt in der Final Mix-Version erstmal hinzugefügt wurde. Und der macht uns so platt.
dass wir einfach keine Chance haben. Ich weiß auch nicht, was ich gegen den machen soll, weil der ist ja, der kann sich ja sofort zu uns hin teleportieren quasi. Das heißt, wegrennen bringt nichts. Wir brauchen noch ewig, bis unsere Magieleiste wieder voll ist. Das heißt, wir können uns auch nicht durchgehend heilen. Und wenn wir ihm Damage machen, dann macht er einfach eine Attacke, obwohl wir ihm Schaden machen. Und dann haut er uns halt weg und zieht uns wieder die Hälfte unseres Lebens ab. Wir haben alle möglichen Kraftbolzen, Schutzengel, die es gibt, die wir bislang verfügbar haben, alle eingesetzt. Wir haben die beste Ausrüstung, die man zu diesem Zeitpunkt überhaupt nur ansatzweise haben kann, ausgerüstet. Besser kann man nicht ausgerüstet sein wie wir. Wir haben trotzdem keine Chance gegen den Vollidioten. Hier, guckt ihr das an! Ich bin die ganze Zeit ausgewichen und trotzdem macht er mich einfach mal mit einer Attacke, ohne dass ich ihm Damage zugefügt habe. Komplett weg. So, nimm das, du Backen. Fuck, ich habe in der Schnellauswahl immer noch Potion und nicht High Potion. Das muss ich manuell auswählen. Das ist nicht so geil. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn er mich einmal mit dieser Attacke erwischt hat, bin ich instant tot. Ich schaffe es ihm nicht mal ein Viertel seines Lebens abzuziehen, obwohl ich mehr als overlevelt bin. Also ernsthaft, dieser Veteran-Schwierigkeitsmodus, der geht mir momentan eigentlich nur noch auf den Sack, als dass der Spaß macht. Weil er die Kämpfe nicht mal mehr schwer macht, sondern er macht die Kämpfe einfach nur noch unfair. Also ich weiß, wie ich damals durch dieses Spiel hier auf Schwierigkeitsgrad normal einfach durchgerusht bin. Ich habe den Endboss, glaube ich, einmal auf Level 38 geschafft, obwohl Level 50 empfohlen war. Das war echt überhaupt kein Ding. Ich musste eigentlich so gut wie nie offscreen leveln, bis auf den Xaidin und den Xigbar-Kampf. Das waren die einzigen beiden Kämpfe, bei denen ich vorher vielleicht mal 2-3 Level machen musste. Aber mehr halt auch wirklich nicht. Und jetzt spielen wir auf den Veteranenmodus und selbst wenn wir overlevelt sind, haben wir keine Chance. Vor allem die einzige Möglichkeit, wenn man von diesen Kugeln getroffen wird, wieder auf die Beine zurückzukommen, ist die Viereck-Taste zu drücken. Bei der Viereck-Taste sprinten wir aber automatisch auf den Gegner zu und werden dann direkt von der nächsten Attacke getroffen. Oh Gott! Der Kampf startet, wir sind noch keinen Meter gegangen und haben gleich die Hälfte unseres Lebens verloren. Okay. Erneut der Scheiß. Okay, hat soweit schon mal funktioniert. Oder auch nicht. Okay. Einfach eine ganze Menge heilen. Das ist die einzige Möglichkeit, hier gegen den was zu machen. Jetzt wieder in die Mitte sprinten. Wieder seinen Scheiß machen. Das heißt wieder heilen. Die irgendwie versuchen, sich wieder auf die Beine zu bekommen. Bringt nichts. Einfach die ganze Zeit springen. Ja, natürlich! Okay. Ich musste was machen, das habe ich jetzt erst... Ey, was? Das ist ein Instant KO? Ich kenne den Kampf nicht. Woher soll ich denn wissen, dass ich jetzt plötzlich etwas auswählen soll? Oh Gott. Oh Gott, dieser Kampf wird mich killen. Jeder Endbosskampf in diesem Scheißspiel war möglich und jetzt kommt plötzlich einer und der ballert uns einfach, obwohl wir 10 Level auf, fast 10 Level offscreen gemacht haben, wenn wir die ganzen Abilities, die wir dazu bekommen haben. Wenn die ganzen Formlevel mitrechnet, haben wir sogar fast 15 Level dazu bekommen. Und trotzdem keine Chance gegen den Vollidioten. Vor allem dann fängt er plötzlich mit so einer Scheiße an, weißt du? Ich dachte, hey, jetzt haben wir so Chance, jetzt haben wir die Hälfte seines Lebens abgezogen und plötzlich kommen irgendwelche Quicktime-Events, die unglaublich schnell vonstatten gehen müssen. Das heißt Quicktime-Events. Wir müssen halt Glück haben, dass wir in der Nähe von dem richtigen Punkt sind, auf den wir gehen müssen. Ich denke mal, diesen Versuch hier mache ich noch und dann werde ich es anscheinend offscreen versuchen müssen, solange bis ich den Vollidioten irgendwann mal besiegt habe. Es ist unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Endboss-Fight in diesem Spiel mal offscreen machen muss. Oh Gott! Wie ich auch so blöd bin, wie ich jedes Mal von dieser scheiß Attacke hier am Anfang treffen lasse. Ja, natürlich! 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 Gut gemacht, Loxus! Ja, ich habe zum letzten Mal ja schon verraten, wer das in Wirklichkeit ist. Der killt uns doch eh. Hier, das hat doch keinen Sinn. Das hat einfach keinen Sinn. Ich werde diesen Kampf jetzt nochmal probieren und es sieht fast so aus, als wenn ich das Let's Play an dieser Stelle hier echt pausieren muss und die ganzen Scheiß nochmal auf normal bis hierhin durchspielen muss, dass das ganze Level in die letzten 8 Stunden, die ich gestern ins Level investiert habe, sind vollkommen umsonst gewesen, denn ich kann jetzt nochmal 20 Stunden rein investieren, bis ich wieder an dieser Stelle bin. Super geil.
Ich hatte am Anfang Bedenken, diesen Scheiß-Modus zu nehmen. Und dann habe ich am Anfang gemerkt, hey, durch die ganzen Abilities, die man dazu bekommt, ist es eigentlich doch relativ einfach. Also, was heißt relativ einfach? Es ist kein großer Unterschied zum Schwer-Modus. Und den Schwer habe ich auf der PlayStation 2 auch geschafft. Auch mit wenig Leveln. Und dann kommt plötzlich so ein Scheißkampf. Gut. Ich würde sagen, ich schneide euch dann einfach rein, sobald ich es geschafft habe. Mann, ey. Okay, geschafft. So schwer war es gar nicht. Ich habe 5 Minuten gebraucht jetzt. Die Musik ist geil, aber man muss hier echt relativ defensiv vorgehen. Das ist doch nicht fair. Also ich bin eigentlich zu defensiv vorgegangen vorher. Man muss ihn halt direkt angreifen, sobald er auch in Reichweite ist. Dann direkt drauf. Riku. I defeated a Riku once. You what? Tell me. Tell me why he picked you. I see. That's why. You seek answers. You feel nothing. Nothing is real. I can give you purpose. That is right, the new you.
Look who's finally awake. Axel. Or maybe I have it wrong. Might be time to sleep. Soon we won't be able to talk like this anymore. Does that mean it's time for me to go back to where I belong? You know, I've been thinking about something Naminé said. Roxas, are you really sure that you don't have a heart? Is it possible that we all have one? You, me, her? Or is that just wishful thinking? I don't know. I can't just look inside. Yeah, I guess not. But I figure if there is something in there, inside us, then we'd feel it, wouldn't we? And if so... No, never mind. Come on, don't leave me hanging. Sora will find the answer we're looking for. I know he will, because he's me. True enough. Thanks. Man, I miss the old times. Still got it memorized? The day we met, and you got your new name, you and I sat right here and watched the sunset. Yeah. This place is home. Me, Hainer, Pence, Olette, we've shared a lot of adventures. You'll see them again. I know you will. Yeah. You're right. Well, I should go. Sora's waiting for me. Yeah, I suppose he is. Man, this is some good ice cream, huh? Take care, okay? Right back at you, buddy. You make a good other. You make a good other. Are you okay? What just happened? Gorsh, I don't know. You just disappeared. Then me and Donald had to fight some nobodies. Oh. He said he defeated Riku. Who said that? That guy in the black coat. But nobody can defeat Riku. Yeah, you're right. A black coat means Organization 13. He must have been trying to trick you. Yeah, that must be why we didn't see him. Huh? You must be tired, Sora. Come on, let's just find a way to get into that castle. Zweisamkeit, große Angriffskraft und hohe Magiekraft scheint außerdem über einen besonderen Effekt zu verfügen.
Geheimer 1 im Bericht 8. Und nach diesem Kampf, nach dieser Begegnung, ist es tatsächlich möglich, per Zufall im Kampf, wenn man sich in eine Form verwandelt, die Überform erreichen zu können, die stärkste Form im Spiel. Und ja, die ist, wie gesagt, ab jetzt verfügbar. Das heißt, wir sollten vielleicht ab und zu mal einsetzen. Und diese Viecher bringt 100 Erfahrungspunkte, die sind auch nicht so schlecht zum Trainieren. Und mit unserer jetzigen Angriffskraft auch relativ stark. Also, wie man gesehen hat, man kann den Kampf gegen Rockus auch relativ gut schaffen. Man muss ihn halt erst ein bisschen studieren. Und das war, ja, die ersten Versuche, die ich gemacht habe, kamen mir ein bisschen unfair vor. Aber wenn man die ein bisschen studiert hat, ging es eigentlich echt klar. Und deswegen, ja, stehe ich dem Kampf gegen Rockus gar nicht mehr so negativ gegenüber, weil er war doch relativ spannend, relativ cool. Ich finde es halt eigentlich immer cooler, wenn die Kämpfe so cool sind wie die gerade eben, aber beide Seiten ein bisschen mehr aushalten. Das heißt, man kann ruhig mal Fehler machen, weil so war es ja wirklich so, sobald er uns einmal erwischt hat, waren wir schon quasi fast down. Das liegt halt auch am Schwierigkeitsgrad. Aber wäre es andersrum gewesen, hätten wir leichter Schwierigkeitsgrad gehabt, dann wäre er halt auch genauso schnell down gewesen wie jetzt, wäre es ja keine Herausforderung gewesen. Also ich mag, wie gesagt, lieber Kämpfe, in denen wir viel aushalten und der Gegner auch. Und die dann daraufhin so ein bisschen, naja, langgezogener sind. Hier war der Kampf eben halt einfach zu schnell. Entweder sind wir schnell down oder er schnell down. Aber an sich war der Kampf relativ gut inszeniert. Die Musik war genial. Und hat natürlich ordentlich Atmosphäre erzeugt. Ja, die besiegen wir noch und dann habe ich keinen Bock mehr. Wir jetzt noch die Truhen mit. Die eine da hinten haben wir ja. Die Krötchen, da haben wir auch. Dann haben wir hier noch eine Truhe. Die Sri-Kristall. Hier noch eine Truhe. Die Kopfen. Die großen, die Knappen, die 300 Erfahrungen sind wieder. Und die Kopfen auf die Sri-Kristalle. Ach, ich habe übrigens auch noch ein bisschen bei Mowgli gelevelt. Ich habe da noch ein paar Gegenstände hergestellt auf Screen, als ich jetzt die Form gelevelt habe und so, da ich jetzt, glaube ich, eventuell schon die Ultima herstellen kann, aber dafür fehlen uns noch einige Urikalkum plus Dinger. Eins weiß ich, gibt es direkt hier vorne. Aber wo die anderen sind, muss ich, glaube ich, nochmal auf Screen gucken, weil ich glaube, im Schloss selbst gibt es keine mehr. Also ich glaube, es war in der Theorie schon möglich, ab diesem Zeitpunkt, sobald man hier ist, das Ultima-Schwert herzustellen. Ach, da ist Mickey plötzlich wieder, ja? Die hätten wir schön brauchen können vorhin, mehrfach. Mann, Mann, Mann. Immer wenn es hier ruhig wird, dann haut er wieder ab. There's gotta be a path somewhere. What are you going to do with us? You're the fire that feeds Sora's anger. No. Sora's in danger because of me. This way. Believe in yourself. Come on, hurry! Kairi, we're almost there.